Ich bin hier mit Kurt Kuschela und Peter Kretschmer, Kanu-Olympiasieger. Ich werde die beiden jetzt mal gleich fragen, wie sie den Hasen essen und ihnen dann sagen, welcher Typ sie sind. Den Ohren anfangen. Ich fange auch von oben an, aber ich lasse mir hier was zum Anfassen. Ja, okay. Das sind zwei unterschiedliche Typen. Geben gern Geld aus, kennen sich gut im Job aus, sind intelligent, hilfsbereit und kommen manchmal als Besserwisser rüber. Würden sich auch so einschätzen? Hört sich ja erstmal ganz gut an und ja, passt schon. Und dann sind Sie der Besserwisser gegenüber ihm oder ist das? Ja, schon. Der ist auch der Kapitän im Boot bei uns. Ich bin einfach nur der Steuermann. Okay. Gut, dann passt das vielleicht auch bei Ihnen ganz gut. Sie sind praktisch veranlagt, weil Sie sind der Kopfabbeißer und bei Ihnen ist das Privatleben wichtiger als der Beruf. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wir haben eine schöne Tradition hier bei uns im Kanu. Wenn Ostern ist, versteckt unser Trainer meistens immer Osterhase im Boot und so. Das ist immer auch ganz cool. Ja, das ist gut. Wir haben übrigens auch andere Sportler gefragt. Wir haben Kevin Kuske gefragt, Tobias Kemme vom Turbine Potsdam. Die haben leider. Gabi will nicht, ne? Nee, die wollten, aber die haben halt eine strenge Diät. Die haben abgesagt. Wie ist das denn? Na ja, aber. Ja, wie ist das bei Ihnen? Schokolade ist okay? Ja. Na, in Hase, wir trainieren sie ja. Wir machen Ausdauertraining.